Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Super Mario Odyssey. Ja, es tut mir ziemlich leid, dass ich die letzten Wochen und Monate oder so keine Videos gemacht habe, aber ja, es wird auf jeden Fall später, also ich weiß jetzt nicht genau wann, aber es wird auf jeden Fall dann auch irgendwann dann mehr Videos geben. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen dann jetzt mal. Oh, hier sehe ich gerade einen Mond, weil es so stark vibriert. Und den haben wir schon. So. Von hier kann man das sehen. Ui, die Brudel sind da. Okay, da würde ich mal sagen, wir suchen noch ein paar Monde. Wenn man die nämlich ins Wasser schmeißt, diese Kugeln, dann gehen die sofort kaputt. Und hier kann man diesen Wurf von Cappy, der ziemlich viele Noten auf einmal wegmacht, einsetzen. Der ist ganz, ganz praktisch. Nur noch 3 Stück. Hey. Und den haben wir auch schon. Ich weiß gar nicht mehr, was wir schon alles hatten oder nicht. Und ich glaube, dieser kleine Vogel ist auch ein Mond. Aber nur vielleicht. Ist da hinten noch was? Nö, hier ist nie nur so ein Block. Mond. Dingsblock. Noch Münzis. Und dann gehen wir mal hier runter. Ich auf die Stacheln acht. Wir müssen hier an Luft holen und dann können wir los. Dann geht's 2 Seiten entlang. Wir gehen mal hier hin. Hier bin ich, glaube ich. Hier war ich noch nie, echt jetzt. Das habe ich nicht mehr auf meinem eigenen richtigen Spielstand. Das ist ja krass. Also ist schon ganz schön gut, dass ich diese YouTube-Videos mache, sonst hätte ich den jetzt nicht bemerkt. Und ich muss mir. Oh Mist, die Blase habe ich schon. Jetzt aber Mist, schnell weiter. Die Viecher sind ganz gemein. Schnell weiter. Mist. Ich muss mich schnell in Herz und Luft holen. Und jetzt weiter. Schnell ein Schieb kapern. Juhu, jetzt haben wir unendlich Luft, weil wir ein Fisch sind. Fische müssen nicht auftauchen, um Luft zu schnappen. Münzen. Und hier ist ein Minimond. Und hier ist auch noch einer oben. Aber zuerst kümmern wir uns mal um die anderen, die noch unter Wasser sind. Da ist noch einer. Die lila Münzen haben wir schon. So, wo gibt es denn hier noch mehr? Ich höre schon die Brudels. Würde ich mal sagen, wir holen den hier und da unten kann man nicht rein. Ich würde gerne wissen, wer diesen Fels hier hingestellt hat. Uns fehlen noch 2. Da unten ist keiner, aber hier ist noch einer. Ein Cheep hat ja vorne so einen komischen Scheinwerfer dran. Und ist hier auch noch einer? Hier ist ein Herz, das hole ich mir gleich mal. Es
fehlt nur noch einer. Wo könnte der denn sein? Mal gucken. Ist der? Ich glaube, der ist da unten. Juhu, wir haben den Mond. Juhu, wir haben den Mond. Mondstücke im See. Gibt es hier noch weitere? Ich glaube nicht. Dann schwimmen wir mal hier hin. Platsch, platsch, platsch. Ich sehe ein Geheul noch da draußen. Und ich weiß nicht, ob das... das ist sogar verfügbar. Hier gibt es auch noch einen Mond. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm diese als Belohnung. Juhu, unser geheimes Kämmerlein. Dieser Ort ist unser kleines Geheimnis. Mal gucken, was es hier noch gibt. Hier gibt es keinen Gang. Aber dafür ganz viele Münzen. Und dort gibt es Dinger. Da oben ist, glaube ich, nichts. Wir haben schon fast 500 Münzen. Ui, Katzenpeach. Ein Herz. Wieder Münzen. Jetzt haben wir genau 500 Münzen. Juhu. Und hier unten, was ist denn hier unten? Das kann man, glaube ich, auch ohne Cheep-Cheep schaffen. Hoppla, das ist aber echt tief. Das ist wirklich sehr tief. Mir geht so langsam die Luft aus. Schnell, Mario! Ja, ich werde hier wahrscheinlich ein Leben verlieren. Oh Mist, 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 wo gibt's hier Luft? Wo gibt's hier Luft? Schnell zu Captain Toad. Der gibt mir noch einen Mond. Nein, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Das war ganz schön knapp. Mario, wie schön, dich hier zu treffen. Yep, ich bin's wirklich, Captain Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermunden. Also, Schwimmen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hier hingekommen bin. Aber dafür habe ich unterwegs einen Mond gefunden. Lass uns schwimmen, Captain Toad. Es ist so schön ruhig, aber wie komme ich hier bloß wieder nach Hause? Ich gehe doch durch die Röhre. Mal gucken, gibt es hier noch irgendwas anderes als außer Captain Toad? Nö. Und wieder raus. Dann würde ich mal da hochgehen dort. Diesen Aufzug da oben gibt es bestimmt tolle Sachen. Und wir müssen unbedingt noch die Bloodles besiegen. Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch begleitet zu sein. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer begleitet sein. Reisen da, so kannst du problemlos schwimmen gehen. Hereinspaziert. Super, dass wir gerade die Taucherbrille und das andere Schwimmzeug anhaben. Ui, und hier glitzert. Das ist bestimmt auch ein Powermond. Nein, das Schnicksenkleid wurde ja gestohlen. Ach, den Mond haben wir doch schon. Okay. Ja, ich bin etwas... ich habe es etwas vergessen, weil ich ja ziemlich lang nicht mehr in dieser Welt gespielt habe. Wir waren auf jeden Fall schon mal hier und wenn wir dann wieder rauskommen, dann würde ich schon mal gegen die Bloodles kämpfen. Ich kenne für... Ach, Seelandsticker, Quietschedori, Unterwasserkuppel. Ich weiß nicht. Entweder die zwei oder das hier. Ich glaube, ich
kauf mir die zwei hier. Und für die gelben können wir uns nur ein Königshest kaufen. Was würde ich denn für den Kampf für die Bluebells nehmen? So. Dann würde ich gegen die Bluebells jetzt kämpfen. Dann müssen wir aber noch weiter hoch. Und das tun wir, indem wir jetzt wieder rausgehen. Weil hier kommt man nicht mehr hoch. Nur von hier. Oh, Applaus, Applaus. Toll. Und ganz viele Münzen. Platsch, 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 platsch. Den Mond haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, den haben wir schon. Mal gucken. Ja, den haben wir schon. Aber es gibt auf jeden Fall Münzen, deshalb nehme ich ihn auch mit. Ich glaube, die haben wir schon, oder? Was? Das habe ich da hergemacht. Mann! Das ist echt nicht so ganz einfach. Die haben wir natürlich schon. Die geben auch noch mal ein bisschen Geld. Ups. Und haben wir den Raum hier schon? Ja, den haben wir schon. Ich weiß nicht, ob wir da zwei Mode haben oder nur einen. Happy müsste eigentlich was sagen, wenn wir... Ah, nein, Mist. Okay, also hier haben wir bestimmt schon alle Mode. Dann gehe ich wieder raus. So, wir machen den Bluebells-Kampf und dann würde ich sagen, dass diese Folge dann fertig ist. Und los geht's! Haha, du bist zu spät. Wir haben uns das Schnicksenkleid schon unter den Nagel gerissen. Es passiert sogar. Es passt sogar zum Frack von Bowser. Du willst es zurück? Schminkst dir ab. Das behalten wir. Ui, diesmal kämpfen wir also gegen den hier. Mist. So, da. Oh Mist, das ist gar nicht gut. Ich wollte nur einen Trick anwenden. Oh Mist, ich will hier aber nicht sterben. Das wäre gar nicht gut. Okay, diesmal mache ich es richtig. Oh, achso, der ist schon tot. Okay. Ist ja super. Stimmt ja, der hat ja nur zwei Leben. Ich hab's vergessen. Juhu, ein Multimond.
bald. Ach, jetzt ist da vorne noch eine Treppe. Klasse, wir haben endlich genug Monde besser. Wir können ins nächste Land reisen. Ist ja ein Mond. Waren wir hier schon? Ich weiß gar nicht. Ach, hier waren wir schon. Wüstenland. So, und dann würde ich auch sagen, dass wir dann... Ich sag dann... Ja. Wir... Ja. Auf jeden Fall... Ich würde dann noch schnell ins nächste Land reisen. Und dann... sage ich... gleich... Tschüss! Wir tun unsere gesammelten Monde nun in die Odyssee. Und die hatten nun 50 Monde. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Wir können nun ins Forstland reisen. Vielleicht ist Bowser ja dort. Wer kommt denn auf die glorreiche Idee, eine Hochzeit mit einem gestohlenen Kleid zu feiern? Wie geschmackslos. Lass uns diesem Scheusal ein paar Manieren beibringen. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp Drehbuch. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tue Folgendes. Bewege den Pro-Controller oder die Joy-Cons ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Und dann unser nächstes Ziel ist das Forstland. Da soll es ein Riesengewächshaus voller Blumen geben. Außerdem gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Nett. Forstland, Robohai. Fahrt zum Himmelsgarten. So Leute, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Warte mal, hörst du das? Auf jeden Fall... würde ich dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.